Herzlich willkommen für alle diejenigen, die gerade auf YouTube zuschauen. Wir sind wieder mit überschwemmtem Dorf unterwegs, so wie in der letzten Folge, so im letzten Stream, am Ende des letzten Streams. Und ich hoffe mal, dass wir es heute besser machen können, denn der letzte Stream war definitiv alles andere als eine Ruhmesblatt. Da haben wir uns doch ziemlich von der schlechten Seite gezeigt. Ja, und ich hoffe mal, dass das Ganze jetzt ein bisschen besser vonstatten gehen kann. Die Einstiegsrunde von gerade eben, die hat schon gut funktioniert. Wir waren auf Platz 2 von, naja, doch insgesamt 8 Leuten, die auf unserer Seite spielen. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen, denn das Problem ist hier natürlich, ich kenne die Map nicht. Und ich erinnere mich noch vom letzten Mal, ich glaube, das war eine Map, wo man jetzt nicht unbedingt sagt, okay, da trifft man bei jeden 5 Metern einen Feind. Das war, glaube ich, eine Map, wo es ziemlich darum geht, sich doch eine gute Position zu suchen und eher mal versteckt zu bleiben. Hab gerade irgendwen laufen gesehen da hinten. Da hinten läuft einer, guck mal. Da wird es aber ganz weit weg. Also ganz ehrlich, den zu treffen ist, denke ich mal, noch nicht möglich. Vor allem nicht im Laufen. Wir können ja mal ein bisschen mit dem Fernglas botten. Ich weiß aber nicht, ob wir da wen sehen werden. Ja, und man hört's. Hör mal genau hin. Man hört nichts. Man hört im Hintergrund einfach nichts. Jeder hat seine Position bezogen, es steht 0:0, niemand schießt. Und ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen zurückhalten hier in dieser Runde. Da dürfen wir nicht einfach darauf losbrechen, wie es der da unten macht. Der Costa nämlich gerade, der sucht ein paar Kills. Er findet sie nur nicht. Weil jeder hier seine Position bezogen hat und einfach nur einer darauf wartet, dass der andere irgendwie piekt, um ihn zu erledigen. Die Frage ist, wo sind alle? Der Server ist ja fast voll. 8 auf der Gegnerseite, 7 auf unserer Seite. Ich sehe niemanden. Ich sehe nicht mal irgendwen laufen. Liebe Freunde, das wird eine ruhige Runde werden, habe ich das Gefühl. Oh, warte mal, war da gerade jemand? Kommen die tatsächlich von dieser Seite? Ich hoffe nicht. Ich glaube, das war nur der Rauch, den ich da gerade gesehen habe. Mittlerweile 2 Minuten gespielt und noch nicht ein einziger Kill. 0:0 steht es weiterhin. So, jetzt geht's los. Der Sniper hat den ersten erledigt. What a shot. Ja, das kannst du sagen. 300 Meter fast. Guck mal einer an. Da fehlen nur noch 10 cm auf die 300 Meter. Oh, Amperatos. Wie läuft's dabei so? Ja, gut. Es läuft gut. Noch. Das ist die erste Runde gerade. Die letzten Runden im letzten Stream waren scheiße. Weiß nicht, ob du da zugeschaut hast, das war komplett scheiße. Da war ich da unten, wo der Costa jetzt zu finden ist. Es steht zwar überall 0:0, aber ja, da stand es nicht 0:0, sondern irgendwie 3 Kills zu 9 Toten oder sowas. Das war peinlich. Ich habe übrigens meine Position die letzten 3 Minuten nicht verlassen. Ich habe mich hierher gesetzt und das war's. Und jetzt gucke ich. Nachschub. Freunde, ich geh jetzt mal weg hier, das kann ja nicht sein. Wir stehen die ganze Zeit auf einer Position und sehen niemanden. Wie gesagt, ich kenne die Map nicht. Was ist da los? Killer-Moskito. Oh, der ist auch wieder hier. Ich kenne die Map nicht und ich habe das Gefühl, hier wird nur darauf gewartet, dass du dich einen Schritt falsch bewegst. Ich weiß nicht, vielleicht schauen uns gerade 4 Feinde an durch ihr Scope. Kann auch sein. Und warten nur darauf, dass der doofe Muckimucki irgendwie einen falschen Schritt macht. Und dieser falsche Schritt wird definitiv passieren. Wo sind die? Ist übrigens sehr atmosphärisch mit dem Feuer, das da hinten knistert. Wie wenn wir vor dem Kamin sitzen würden. Okay, da drüben sind auch wieder welche unterwegs. Der Thüringer, hui, der räumt auf. Holt sich gleich 2. Achso, das war nur das Ding, das in die Luft gejagt wurde. Willst du mich verarschen? Was habe ich gerade gesagt? Der falsche Schritt, der wird kommen. Der falsche Schritt, der wird kommen und da ist er auch schon. Ich hoffe, uns belebt irgendjemand wieder. Na gut, der andere verzieht sich, der Joey. Ja, toll. Der falsche Schritt wird kommen und da ist er. Das war der falsche Schritt. Wir haben einmal
an der falschen Stelle gepiekt. Wie gesagt, vielleicht sind wir ja schon im Visier von 3 oder 4 Gegnern. Ist anscheinend tatsächlich der Fall. So, wo ist die Front überhaupt? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Wo bin ich? Da, zerstörtes Gebäude. Das heißt, eigentlich soll es ja hier lang gehen. Ach ja, da waren wir ja gerade. Da sind wir ja gesessen. Spartaner haben die Führung übernommen. Wir sind mittlerweile doch schon ziemlich lange hier unterwegs, aber es hat noch keine Runde gegeben, wo es ein Unentschieden gibt. Ich weiß gar nicht, ob es ein Unentschieden gibt. Ob es jetzt hier jetzt, zum Schluss dann 15 zu 15 stehen kann zum Beispiel. Oder ob dann zum Schluss es darauf ankommt, wer macht den letzten Kill. Kann natürlich auch sein. So, ich versuche jetzt mal irgendjemanden zu sehen. Zu sehen zumindest. Ich sehe ja nicht mal irgendjemanden. Das ist ja das Problem. Ist ja nicht so, dass wir jetzt hier ständig zielen würden und nicht treffen und... Sehen Sie? Nee, ich sehe nichts. Was sehe ich denn? Wo sehe ich denn was? Da hinten? Nee, wo sehe ich denn was? Aha. Aha. Was passiert hier gerade? Ist der mal mit dem Panzer gekommen? Sehen Sie? Nee. Ah, da läuft einer. Irgendwo. Na, guck mal einen an. Das ist ja was ganz was Neues. Wo ist er? Warte mal, ist das jemand? Nee. Freunde, 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 wo seid ihr? Wir haben einen super Blick auf die Karte hier. Ich glaube, da kann ich sogar irgendjemanden treffen. Hab halt nur keinen Plan, wo wir ist. Das wird eine fade Runde werden, habe ich das Gefühl. Ist eine schöne Karte, aber auf jeden Fall mit dem überschwemmten Dorf dazwischen. Wie gesagt, ich kenne die nur leider nicht. Wir haben da gerade einmal darauf gespielt und jetzt sind wir das zweite Mal hier. Da oben ist jemand. Und so wie ich den einschätze, wird er hier durchgucken wollen. Ja, man sieht die Waffe schon. Immerhin 15 EP gesammelt. Für Spotten. Aber treffen kann ich den dann nicht. Da muss er schon wirklich durchglotzen, damit ich den da treffen kann. Ja, ja, sehen Sie, ich habe den markiert, mein Lieber. Das wird nichts. Ich weiß nicht, wenn was der versucht. Oh, der wurde getroffen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was der versucht. Na ja, gut, ich habe ihn markiert. Das heißt, die anderen wissen auch Bescheid, dass der da ist. Na, sehr schön. Markierungshilfe. 50 XP. Na, guck mal. Da steigen wir gleich mal auf hier von der Leistung. Schön. Auf Platz 4. Mit einem Tod und 0 Kills. Toll. Ist ja super. Das zeigt, ich kenne mich aus. Alter, da ist einfach überhaupt nichts los. Spartaner hat die Führung übernommen. Wie denn? Ich habe nicht mal einen Schuss gehört. Irgendwer läuft. Okay, das ist jemand von uns. Das Gute ist, im Teamspiel habe ich nicht so viel Schiss. Weil da ist ja doch unser Team halbwegs um uns drumherum. Der andere ist da hinten, der G-Punkt. Wenn das hier frei für alle wäre, dann würde ich mich niemals hier hinlegen. Da hätte ich viel zu viel Schiss. That was a nice shot. Da hast du recht. Ich habe zwar keine Ahnung, was da passiert ist, aber wird schon stimmen. Wenn das hier frei für alle wäre, hätte ich viel zu viel Schiss, mich hier hinzulegen, mitten ins Offene. Weil da könnte halt von überall jemand kommen. Was wackelt da? Was wackelt da? War das ich oder war das wer? Theoretisch sollte man mit dem Fernglas ja jemanden markieren können. Stehe in deiner Schuld. Was redet die Frau? Wo sind die? Sind die alle östlich von mir? Ich sehe niemanden. Hm.
Weiß nicht, was da hinter mir gerade abgeht. Ich glaube, da hat jemand einen Marathon eröffnet oder sowas. Thüringer wurde getrennt. Toll, das war gerade der, der uns die Kills geholt hat. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich sehe null. Wir haben schon die Hälfte der Zeit rum. Und ich habe noch nichts getan, außer irgendjemand markiert. Na, immerhin. Das ist eine peinliche Sache. Na komm. Jedes Mal, wenn ich sage, ich wechsle jetzt die Position, denke ich, da sehe ich gleich jemanden. Aber ich sehe niemanden! Das gibt's ja nicht. Guck mal, wir haben da hinten ein riesiges Haus. Da könnten sich zahlreiche Leute verstecken und es ist einfach niemand da. Der Server ist voll. Wo sind die? Machen die mit beim Marathon, der da hinter mir abgeht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, ich geh jetzt mal hier hin. Dass wir uns zumindest vielleicht mal einen Kilo holen können. Ich meine, irgendwo müssen wir ja starten. Super. Oder die anderen holen sie gern. Das wäre auch okay. Na, sehr schön. Der Phoenix. Siehst du? Eine halbe Stunde lang auf derselben Position verreckt. Und dann wechseln wir die Position und schon, bam. Kopfschuss, zack. Ich glaube, wir haben mittlerweile schon Schimmel gebildet am Boden. Wenn man sich bewegt haben. So ein Scheiß. Jetzt steht schon 0 zu 2. Ach Gott. Ja, toll. Das ist ja richtig scheiße. Okay, weißt du was? Ich suche jetzt meine Posi da oben. Würde mich nicht wundern, wenn mich da jetzt auch gleich wieder jemand gesehen hat. Egal, ich habe eine Ausrede. Ich kann sagen, ich mag die Map nicht. Immer Ausreden finden bin ich gut. So, die Frage ist, selbst wenn ich hier wen sehe, kann ich da irgendjemanden treffen? Was ist denn jetzt los? Sieh mal da drüben. Ach, hier. Ja gut, da sehe ich nicht viel. Da sind Häuser dazwischen. Kieche ich jetzt? Nee, ich hock nur. Kann ich auf die Distanz überhaupt treffen mit meiner Waffe? Ich meine, wie gesagt, ich wäre ja schon mal froh, wenn ich irgendjemanden sehen würde. Und augenscheinlich ist ja da drüben bei der Bahn irgendjemand, denn irgendjemand muss uns ja gerade erledigt haben. Ah. Ist das ein Kopf? Nee, das würden wir ja markieren können. Hat gerade ausgesehen, wenn man da jemand sitzen würde. Hab mich schon gefreut. Endlich mal jemand im Visier. Tja. Ist das tatsächlich das fade Leben eines Snipers? Sitzen, gucken und herausfinden, dass man eigentlich nichts zum Sehen hat. Außer hin und wieder so ein paar Rauchschwaden, die da aufsteigen. Es hat, glaube ich, schon einen Grund, warum ich in allen Spielen, was so einen Multiplayer-Modus beinhalten, Medic bin. Impressive shot. Keep at it. Okay, der hat immer hier ein paar kluge Sprüche anscheinend. 241 Meter. Ich hoffe nur, die anderen hören das nicht. Stell dir vor, da liegt jetzt vor uns ein Feind und der fängt da an zum Reden hier. Impressive shot, wow. Ne, also das wird definitiv eine Runde, die wird in die Geschichte eingehen. Und zwar ist eine Runde, wo ich am wenigsten bis jetzt getan habe. Wir haben noch 6 Minuten. Wir haben schon 14 Minuten gespielt. Ich habe einen markiert und das war's bis jetzt. Na, das sieht man ja auch in der Rangliste. Feind entdeckt. Ja, das freut mich, dass die alle entdeckt werden. Ah, da ist jemand. Laufen wir alle da nach drüben. Da kommt der zweite. Ja, wenigstens markiert. Gott sei Dank. Da ist ja doch was los. Aber ich traue mich nicht darüber, weil ich habe ein bisschen Schiss, dass wir dort gleich wieder drauf ging. Das war nämlich zweimal, dass wir da drüben verreckt sind.
Ich meine, da geht schon ordentlich ab. Es steht gerade wieder 12 zu 12, also das ist eigentlich eine ziemlich ausgeglichene Runde, muss man schon zugeben. Aber 12 zu 12, jetzt steht 12 zu 14. Stell dir das mal vor, am Brückenkopf zum Beispiel. Da steht 12 zu 12 nach 2 Minuten. Und nicht nach 15. Ich glaube, das ist eine behinderte Position hier gerade. Ob ich da irgendjemanden treffen werde, ob ich da überhaupt irgendjemanden sehen werde, ich denke eher nicht. Wir könnten es natürlich jetzt riskieren und voll da drüben reingehen und gucken, ob wir da irgendjemanden sehen können. Aber wo die alle sind, ich weiß es nicht. In dem Haus da definitiv nicht. Das wäre mir schon aufgefallen. Hin und wieder läuft mal jemand auf die andere Seite, aber das war's dann auch. Ja gut, ich wechsle mal die Posi. Das hat wenig Sinn da hinten. Wir sind da so weit weg vom Schuss, das bringt überhaupt nichts. So, mal gucken, ob das hier mehr Sinn hat. Man merkt schon, dass hier einfach überhaupt nichts los ist, wenn ich die ganze Zeit mit dem Fernglas hier sitze. Normalerweise nutze ich das ja extrem selten. Da nehme ich normalerweise immer gleich meinen Scope, weil wenn ich jemanden sehe, kann ich gleich schießen. Da, was machen die denn alle da drüben? Ich will da nicht hin. Da verrecke ich ständig. Ich will die holen, die mich holen. Guck mal, jetzt gibt es Luftangriffe da drüben. 13 zu 16. Da ist niemand da. Sollen wir vielleicht tatsächlich mal da nach vorne gehen? Ins unbekannte Land? Habe ich da gerade irgendjemanden gehört oder war das ich? Nee, das sind meine Schritte. Hören sich komischerweise ganz nur hier an, auf der linken Seite. Warum auch immer. Leg dich hin. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Wie lange wird es dauern, bis uns der Erste hier trifft? Ich sehe natürlich mal wieder niemanden. Ah. Na endlich! Na endlich! Wir haben mal nach 300 Jahren irgendjemanden erledigt. Ach du Scheiße, wer war das denn von denen jetzt? Ich weiß... Oh, boah, jetzt dachte ich schon, Alter, da kommt einer. Holla, die Waldfee. Na, endlich hat sich gelohnt, sich da irgendwo hin zu platzieren. Holla, die Waldfee. Alter, wir haben noch 2 Minuten Spielzeit und ich habe jetzt meinen ersten Kill. Das ist ja... Pff. Aber ich glaube, hier auf der Seite ist tatsächlich überhaupt nichts los. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Die müssen alle da drüben irgendwo rumgammeln. So, weißt du was? Wir machen jetzt mal den hier. Na toll. Pass auf, es liegt da gleich eine Mine. Ich sehe schon kommen. So, da ist niemand. Na gut, vielleicht haben wir ja noch die eine oder andere Chance, irgendjemanden hier zu treffen. Mit ein bisschen Glück. Da hinten wird wohl niemand sein. Okay, das wird ja wohl unser Artillerieschlag gewesen sein gerade.
Noch 30 Sekunden. Na, das war ja mal eine extrem langwierige Runde gerade. Immerhin, wir haben einen gekillt. Wurden zwar auch zweimal gekillt, aber wir haben zumindest einen gekillt. Und einen markiert, der gekillt wurde. Also quasi ein Assist, wird der ja auch markiert. Tatsächlich, ein Assist. Sehr gut. Aber wo die anderen sind, 3 Sekunden, zahlt sich gar nicht mehr auszugucken. Liebe Freunde, das war, boah. Das war wirklich... Oh, guck mal, 9 Follower haben wir hier, sehr schön. Den Genetic Freak. Cool. Hallo, herzlich willkommen hier beim überschwemmten Dorf. Alter. Alter, 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 nur guck mal, nicht mal eine Auszeichnung. Schimmelsoldat wäre eine gute Auszeichnung für das hier gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Amperatos, was sagst du, wenn du noch da bist? Wahrscheinlich schon eingeschlafen vor lauter Action, die hier passiert ist in dieser Runde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war definitiv... Puh. Also ganz ehrlich, da muss ich erstmal was trinken.